Josephine schreibt mir auf Facebook. Danke dir für die tolle und hilfreiche Folge. Was ich tue, um nicht durchzudrehen? Gärtnern. Und im Garten beobachten, wie der Frühling sich durchsetzt, trotz allem. Das gibt Hoffnung. Hallo Susi. Ich arbeite seit 1,5 Jahren mit meinem Mann für ein deutsches Unternehmen in Griechenland. Ende letzten Jahres hatte ich erste Anzeichen eines Burnouts und bin dadurch auf deine Podcasts gestoßen. Diese haben mir sehr geholfen, an meiner Einstellung zu arbeiten und mehr auf mich selbst zu achten. Die Corona-Krise erleben wir in einem fremden Land, aber wir haben uns und dafür sind wir sehr dankbar. Wir probieren neue Rezepte aus, arbeiten an Fotoalben von den letzten Urlauben, Hochzeit etc. Dinge, die man oft aufgeschoben hat, weil oft die Zeit fehlte, und es weckt viele schöne Erinnerungen. Das hilft uns. Viele Grüße und mach weiter so, ich höre die Podcasts sehr gerne. Rebecca. Willkommen zurück bei Burnout Coaching Berlin in der Corona-Sonderedition. Heute, wie du das Corona-Chaos in fruchtbare Lebenszeit verwandelst. Vielen Dank erstmal an euch da draußen, die ihr mir die Tage mit euren Zuschriften versüßt habt. Es ist einfach echt schön zu wissen, dass meine Arbeit, mein Podcast euch tatsächlich weiterhilft und dass es sich lohnt, weiterzumachen, trotz Corona-Chaos. Et voilà, da sind wir auch schon beim Stichwort. Corona. Die Krise hält an. Damit du in irgendeiner Form trotzdem wieder ein Gefühl von Alltag und Orientierung bekommst und weniger in dieser Unsicherheit schwimmst, wie es weitergehen soll und was noch kommt, ist dieser Schritt, vor allem in der Krise, unerlässlich. Prioritäten setzen und eine Linie finden, wie ein Geländer, an dem du dich entlanghangeln kannst, vor allem, wenn du noch nicht weißt, wie viele Treppen noch vor dir, deiner Familie oder vor uns als Gesellschaft liegen. Das hast du schon mal gehört von mir, und zwar in Staffel 3, Folge 8, beziehungsweise hast du es gelesen in meinem Buch im Kapitel »Gut durch die Krise kommen«. Es ist still geworden in unserem Land, in seinen Straßen, auf dieser Welt. Gott sei Dank sind wir weder die ersten noch die einzigen Menschen, deren Leben sich geballt für einige Zeit auf engerem Raum ohne das gewohnte Freizeit- und Entertainment-Programm abspielen muss. Wir sind nicht die ersten, die auf stille Straßen schauen. Und du bist nicht der oder die Einzige, die sich fragt, ob das hier eigentlich noch Stille oder schon Schockstarre ist, die sich über ganze Länder ausgebreitet hat. Und so sitzen wir nun in unseren Wohnungen, das Nötigste zusammengerafft, und beobachten aus sicherer Entfernung, was hier eigentlich gerade passiert, was als nächstes kommt. Wir warten. Vielleicht hören wir sogar eine Stecknadel fallen. Manche allerdings machen sowas, also Selbstisolation und totale Stille, sogar regelmäßig auf freiwilliger Basis und bezahlen viel Geld dafür. In sogenannten Retreats zum Beispiel,
wo sie dann für einen ganzen Monat nur von Reis und Wasser leben, meditieren, Yoga machen, im Klostergarten arbeiten und, in Extremfällen, ein Schweigegelübde ablegen und diese Zeit in kompletter Stille und Isolation von der Welt verbringen. Oder als Weltraumtouristen, wo sie in kleinsten Kabinen in der Stille durch das All schweben und Essen aus Tuben zu sich nehmen. Natürlich hinkt hier etwas der Vergleich mit der Corona-Krise, da diese Menschen das erstens freiwillig machen und du zweitens keinen Cent dafür bezahlt hast, dass du im Corona-Chaos festsitzen darfst. Trotzdem können wir einiges von diesen beiden Modellen lernen, nämlich wie man sich Orientierung selber erschafft, wenn die Orientierung im Außen von einem auf den anderen Tag komplett wegfällt. Wie man Zeit verbringt, ohne sie nur totzuschlagen, wenn man auf Räumlichkeiten begrenzt ist. Und wie man Isolation nutzen kann, um sich auf das Wesentliche zu besinnen, sich damit anzufreunden und das Beste daraus zu machen, sodass wir am Ende nicht nur entspannt, sondern vielleicht sogar mit wertvollen Erfahrungen und im inneren Gleichgewicht, im Frieden mit uns selber, mit unserer Familie, der Welt wieder rauskommen. Also, Schluss mit Orientierungslosigkeit und Depri, jetzt wird's bunt und laut und schön. 6 Action Steps für dein Raumfahrerleben in der Corona-Krise. Der erste ist bereits mehrfach genannt worden. Mach dir einen Plan, vor allem für unter der Woche. Die Gefahr, dass jeder Tag gleich und die Wochen zäh werden, wenn wir in den Tag hineinleben und einfach der Dinge harren, die da kommen mögen, ist groß. Und das ist gleichzeitig das, was du in der Krise echt nicht haben willst. Das Gefühl, in einer Zeitschleife festzuhängen. Wir sind daran gewöhnt. Wochentage sind dazu da, um produktiv zu sein, um vorwärts zu gehen, auch in der Corona-Krise. Und Wochenenden, um die Seele baumeln zu lassen und zu genießen, dass du deine Zeit sinnvoll investiert hast. Und bis zu einem gewissen Grad eben auch, um festzustellen, dass die Woche vorbei ist, dass die Zeit vergeht. Denn das ist das, was wir uns vor allem in der Krise wünschen, egal welcher Natur sie ist, dass sie vorbeigehen möge. Und allein das Gefühl, dass die Zeit nicht stillsteht, eröffnet uns immer wieder kleine Momente der Zuversicht, dass diese Phase, diese Krise ein Ende haben wird, auf das wir mit jedem Tag, der vergeht, ein kleines Stückchen mehr zugehen. Unter Tage und Wochen, die vergehen, ja auch immer Lebenszeit bedeutet, die vergeht, sind sie, auch in Krisenzeiten, dennoch sehr wertvoll. Deswegen lohnt es sich, immer das Beste daraus zu machen. Momentan kannst du das tun, indem du dir einen Tages- und Wochenplan erstellst, auf dem du für dich und für alle anderen Mitglieder deines Haushalts festhältst, was, wann, wo jeden Tag passiert. Das fängt an bei einfachen Sachen wie Aufsteh- und Zu-Bett-Geh-Zeiten, geht weiter über die Essenszeiten bis hin zu eventuellen Homeoffice-Stunden und Hausarbeiten. Gerade wenn ihr kein Single-Haushalt seid, wird das allen helfen, sich zu orientieren und Knatsch und Streitereien, die man gerade in der Isolation am wenigsten gebrauchen kann, vermeiden helfen. Okay, also, Action Step Nummer 1 ist getan, der grobe Wochenplan steht, die Pflichten sind geklärt, jeder weiß, wann wer am Arbeiten, Wäsche waschen, kochen und so weiter ist.
Action Step Nummer 2 komplettiert deinen Orientierungsplan mit den wichtigsten Dingen, nämlich denen, die dir und allen anderen, mit denen du lebst, gut tun. Lege dir oder legt euch eine Liste mit allem an, was du oder ihr schon lange mal machen oder erledigen oder zu Hause ausprobieren wolltet. Und gebt ihm einen Raum in eurem Orientierungsplan, und zwar am besten jeden Tag. Ob das Ausmisten deiner Kleiderschränke, das Bepflanzen deines Balkons, das Erlernen einer neuen Sprache mithilfe einer App, Yoga-Übungen und Tanzschritte von YouTube lernen, deinem Haustier Kunststückchen beibringen, das Buch lesen, was schon lange auf deinem Nachttisch liegt, die Nähmaschine entstauben oder das Einkleben und Anschauen alter Urlaubsbilder ist, Carpe diem. Nutze den Tag und begrenze dadurch die Zeit, in der dein Kopf sich mit Dingen beschäftigt, die deine Ängste schüren und auf die momentan sowieso keiner eine Antwort hat. Zum Beispiel, wie viele Menschen werden an Corona sterben? Wie groß ist der Effekt der Isolation auf die Verbreitung des Virus in 2 Wochen und so weiter und so weiter? Niemand weiß irgendwas und damit müssen wir alle im Moment einfach leben. Jeden Tag oder jedes Wochenende, wenn die Zeit beginnt, die du dir für diese Aktivitäten in deinem Orientierungsplan eingeräumt hast, nimm dir deine Liste zur Hand und mach das, wonach dir gerade ist. Geh vorwärts. Dies ist deine Zeit. Etwas, von dem wir sonst immer klagen, viel zu wenig davon zu haben. Nimm sie dir, nutze sie. Du stehst nicht still und dein Leben auch nicht. Trotz Corona-Krise. Carpe diem. Action Step Nummer 3. Wenn mehrere Personen in deinem Haushalt leben, plant auch für jeden von euch private Zeit ein. Dass man sich nach einer gewissen Zeit in der Isolation auch mal gehörig auf den Wecker fällt, ist nämlich menschlich. Täglich eine Stunde private Zeit, in der jeder für sich sein darf, ist daher das Mittel der Wahl schlechthin. Ob du diese Zeit in der Badewanne mit Joggen, sofern das in deinem Bundesland noch erlaubt ist, beim Gassigehen mit dem Hund oder Meditieren verbringst, ist dabei ganz deinem Gusto überlassen. Diese tägliche Privatzeit eignet sich übrigens auch hervorragend, um gerade unter der Woche die Arbeitszeit im Homeoffice von deiner Familien- und Freizeit und dem Feierabend zu trennen. Solltest du vorher noch nicht im Homeoffice gearbeitet haben, wird es dir das auf jeden Fall sehr viel leichter machen, die Arbeit auch wirklich wegzulegen. Action Step Nummer 4. Falls du Kinder hast, kommt hier natürlich noch eine ganz andere Sache hinzu, die gut in die Routine eingebunden sein will. Die lieben Kleinen. Für die Kindererziehung gilt in Krisenzeiten dasselbe wie für deinen Arbeitgeber und dein Homeoffice. Überzogene Leistungsansprüche sind echt fehl am Platz. Und auch, wenn du sie überwiegend sinnvoll beschäftigst und versuchst, die Krise so wenig wie möglich Einzug halten zu lassen, wenn du aus Zeit- oder Nerven- bzw. Privatzeitgründen sie doch mal etwas vor dem Fernseher parkst oder ihnen Pommes mit Chicken Nuggets machst. Sie werden es überleben. Glaub mir, Kinder sind zäh. Die halten ein bisschen Fernsehen und ein paar mehr Leckereien schon aus. Damit sie die nächsten Wochen aber noch andere, vielleicht sogar noch interessantere Dinge erleben, habe ich Folgendes für dich in petto. Kinder
brauchen Routine, so oder so. Normalerweise haben sie die in der Schule oder im Kindergarten, denn auch sie wollen sich orientieren und können sich auf Tagesabläufe einfach besser einstellen, wenn sie wissen, was wann kommt. Wann Mama im Homeoffice sitzt, wann Papa im Homeoffice sitzt, etc. Vor allem aber wollen sie ihren Platz in der Gesellschaft haben. Und sie wachsen an dem Gefühl, gebraucht zu werden und etwas beitragen zu können. Einer meiner simpelsten Tipps lautet also, die Zeit gemeinsam verbringen und das Kind mitmachen lassen. Beim Frühstück machen. Beim Kochen. Beim Wäsche aufhängen. Blumen gießen. Kinder gewöhnen sich schnell an Routine und mögen es, wie gesagt, eingebunden zu werden und ihren Platz im Gefüge zu haben. Das gibt ihnen Sicherheit und stärkt ihr Selbstvertrauen. Gerade jetzt, wo draußen alles drunter und drüber geht, tut eine Routine, in der jeder seinen Platz hat, besonders gut und nimmt dir oder euch als Eltern auch etwas den Entertainment-Druck und die Sorge, den Kindergarten oder die Schule nicht adäquat ersetzen zu können. Apropos Schule und Ansprüche. Auch hier gilt das Gleiche wie in jeder Krise und wie zum Beispiel auch für deinen Arbeitgeber und das Homeoffice. Ansprüche runter, bitteschön. Es heißt Corona-Krise und nicht, wir sind nach 6 Wochen Urlaub gerade super relaxed wieder zu Hause angekommen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass alle Kinder außer deinem ohne Lerndefizit in die Schule zurückkehren, wenn das alles hier vorbei ist, oder? Und apropos Lerndefizit. Im Beschreibungstext zu dieser Episode findest du eine Liste von Spiegel Online mit Apps und Spielen für Kinder vom Kindergartenalter bis zur 6. Klasse, die wohl nicht nur die Langeweile vertreiben helfen, während du im Homeoffice sitzt zum Beispiel und dich mit ihnen nicht beschäftigen kannst, sondern wohl auch noch den Nebeneffekt haben, dass die Kids was Sinnvolles lernen dabei. Action Step Nummer 5. Anstatt deine Ansprüche im Homeoffice hochzuschrauben, mach dir eine gute Zeit mit deinen Sprösslingen, mit Dingen, die nicht nur ihnen Spaß machen. Seien wir ehrlich, Kinderspiele können echt einschläfernd sein. Sondern mit etwas, was auch dir fetzt. Im Beschreibungstext zu dieser Episode habe ich dir deshalb eine Seite verlinkt, die 75 kreative Ideen, was man mit Kindern zu Hause anstellen kann, wie man sie sinnvoll beschäftigt, auflistet. Ich bin sicher, darunter findest du etwas, was euch allen gleichermaßen viel Spaß macht und niemanden vor Langeweile einschlafen lässt. Action Step Nummer 6. Familienzeit, die dir Freiräume schafft. Mit Oma oder Opa. Ebenfalls empfehlenswert, die Großeltern in die Familienroutine mit einzubinden. Du gehörst auch zu denen, die schon 1000-mal versucht haben, ihre Eltern an die Vorteile der Videotelefonie heranzuführen, jedoch an deren Sturheit und Internetskepsis gescheitert sind? Die ältere Generation kann ganz schön starrsinnig sein, wenn es um Veränderungen und moderne Technik geht. Jetzt, in Isolation und Corona-Zeiten jedoch, könnte sich das ändern und die Motivation, sich mit diesen Errungenschaften auseinanderzusetzen, steigern. Denn das, was in vielen Familien aufgrund der Internetskepsis der älteren Generation und des Alltagsstresses in normalen Zeiten nicht möglich war, wird jetzt zur wertvollen Unterstützung. Oma
Oma und Opa können via Videotelefonie nämlich helfen, die Kids zu beschäftigen, mit ihnen Hausaufgaben zu machen und Spaß zu haben, während du Zeit hast für die Dinge, bei denen es schwieriger ist, deine Kids zu integrieren. Und das von überall, auch aus dem Schrebergarten. Videotelefonie in Zeiten der Corona-Krise ist die Chance, Großeltern und Enkel oder Tanten und Onkels etc. wieder näher zusammenzubringen. Bestellt euch ein Familientablet. Konfiguriert es für Oma und Opa, desinfiziert es nochmal und schickt es los oder bringt es vorbei. Und dann könnte deine tägliche, kinderfreie Enkel-Oma-Zeit so aussehen. Per Videotelefonie, Vorlesen, Hausaufgabenhilfe und, damit alle ein bisschen Spaß haben, Spiele. Ein paar Beispiele, die du vielleicht auch aus deiner Kindheit noch kennst und die ich persönlich auf so mancher Party auch als Erwachsener gerne noch spiele, sind folgende. Stadt, Land, Fluss. Eine Erklärung erübrigt sich wohl an dieser Stelle. Tabu. Dieses Spiel dreht sich um das Erklären von Begriffen und lässt sich, ebenso wie Stadt, Land, Fluss, hervorragend mit Oma und Opa über Videotelefonie spielen. Das Spiel Tabu bekommst du online, sowohl gebraucht als auch neu. Die Bestellung lohnt sich. Ein weiteres Spiel, was sich echt super über Skype oder Facebook, Videotelefonie oder welchen Anbieter du auch immer wählst, spielen lässt, ist Wer bin ich? Und ich bin sicher, du kennst das. Jeder schreibt auf einen Zettel den Namen einer Person, also zum Beispiel von einem Politiker oder von einem Disney-Helden oder je nachdem, wie alt die Kinder sind und wie gut informiert Oma und Opa sind, und klebt ihn seinem Nachbarn auf die Stirn, so dass alle außer diesem selbst lesen können, was draufsteht. Reihum muss nun jeder raten, wer sie oder er ist, darf dabei nur Fragen stellen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Also zum Beispiel, bin ich eine Frau? Bin ich prominent? Lebe ich in Deutschland? Also alle Fragen müssen mit Ja oder Nein zu beantworten sein. Jeder Mitspieler ist so lange dran mit Fragen, wie diese von den anderen mit Ja beantwortet werden. Bekommt er ein Nein, ist der Nächste an der Reihe. Gewonnen hat, wer als erstes erraten hat, wer er ist, also was auf dem Zettel auf seiner Stirn steht. Aber im Grunde geht es auch bei diesem Spiel weniger ums Gewinnen als um den Spaß an der Sache. Den Link zu Wer bin ich findest du natürlich ebenfalls nochmal im Beschreibungstext dieser Episode. Diese Beispiele von Spielen habe ich jetzt bewusst angesprochen, da sie in der Regel allen Altersgruppen Spaß machen. Nicht nur Kinder langweilen sich manchmal zurzeit, oder? Und Spiele wie diese werden sowohl den Großeltern als auch den Kids im Gedächtnis bleiben und vielleicht sogar gemeinsam weitergespielt werden, wenn das alles hier vorbei ist und ihr euch wieder in Persona treffen könnt. Generell sind einige Kategorien an Spielen besonders gut geeignet dafür, in Gruppen ohne Material und Vorbereitung gespielt zu werden. Das sind unter anderem Singspiele und Denkspiele. Und falls ihr euch doch ab und zu an die frische Luft traut im Familienkreis, in vielen Bundesländern ist das ja noch erlaubt, oder einen Garten habt oder einen Schrebergarten, dann zählen dazu auch noch zahlreiche Bewegungsspiele. Einen Artikel mit schier endlosen Spielideen für alle drei habe ich dir ebenfalls nochmal im Beschreibungstext dieser Episode verlinkt. Außerdem möchte ich abschließend noch folgenden wichtigen Gedanken mit dir teilen. Ich höre und lese immer wieder, dass viele meiner Hörerinnen Angst haben, dass diese Krise ihre Kinder in so frühen Jahren für den Rest ihres Lebens prägen wird. So
wie wir von unseren Großeltern oft gehört haben, wie der Krieg und die Nachkriegszeit sie geprägt haben. Wahrscheinlich liegt ihr gar nicht so falsch damit. Alles hat sich geändert, für eure Kinder wie für euch. Meine Großeltern haben mir oft erzählt von der Flucht und von allem, was ihre Familie verloren hatte. Von Zeiten, in denen die Kinder von Haus zu Haus geschickt wurden, um nach Essen zu betteln. Das nannten sie übrigens auch Hamstern damals. Von zerstörter Infrastruktur und Lebensmittelmarken, von Suppen aus Kartoffelschalen. Was eure Kinder heute aus der Corona-Krise mitnehmen, hängt im Wesentlichen davon ab, wie ihr sie wahrnehmt und damit umgeht. Gestaltet ihr eure Familienzeit neu? Lasst ihr eure Ansprüche und die alte Routine los und widmet euch dem Hier und Jetzt? Werden sie, auf ihre Kindheit in der Krise angesprochen, eines Tages vielleicht Folgendes erzählen. So viele Erinnerungen an diese Zeit habe ich gar nicht mehr. Alles, woran ich mich erinnern kann, war, dass wir plötzlich mehr Zeit mit unseren Eltern hatten. Wir haben viel gespielt und gelacht, obwohl die Situation draußen dramatisch gewesen sein muss. Aber wie gesagt, das habe ich, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig mitbekommen. Alles, worüber ich mich ein bisschen gewundert, aber ehrlich gesagt auch gefreut habe, war, dass wir etwas öfter Fernsehen und mit Opa skypen durften, dass es Chicken Nuggets gab, obwohl meine Eltern das vorher fast nie erlaubt hatten. Für uns Kinder war diese Krise eigentlich kein Problem. Ich glaube aber, das lag eben vor allem daran, dass unser Alltag immer noch bunt, entspannt und kindgerecht war. Ich ziehe den Hut vor meinen Eltern, denn ich glaube, ihnen verdanken wir es, da so unberührt und gut durchgekommen zu sein, wie durch ein großes Abenteuer. Carpe diem. Nutze den Tag. Auch heute habe ich wieder einen Wunsch an dich. Schreib mir, ob es etwas gibt, was positiv ist an der Isolation. Gehst du auch, wie ich, gerade jeden Morgen in Jogginghosen gemütlich und stressfreier als sonst auf Arbeit ins Homeoffice? Im Ernst, gibt es etwas Gutes in all dem Corona-Chaos? Und wenn es nur die allerkleinste Kleinigkeit ist, was können wir als Einzelperson, als Paar, als Familie deiner Meinung nach aus dieser Zeit mitnehmen? Alle Möglichkeiten, also Facebook, E-Mail, Instagram und so weiter, um mich mit nur einem Klick zu kontaktieren, findest du wieder im Beschreibungstext zu dieser Episode. Ich freue mich echt über jeden Kommentar, über jede E-Mail von dir. In der nächsten Folge befassen wir uns damit, was du tun kannst, um mit der Angst, dass das Schlimmste noch auf uns zukommt, und mit der Unsicherheit, wie es da draußen weitergeht, und ob du, ob wir dem gewachsen sind, umgehen und ihr Herr werden kannst. Bis dahin, nutze den Tag. Wir müssen uns eingrooven und stabilisieren. Wir brauchen richtig gute Energiereserven und Kraft für alles, was noch kommen mag. So bereitet man sich auf Krisen vor. Und vergiss nie, alles ist endlich. Auch die Corona-Krise wird vorbeigehen. Pass auf dich auf. Deine Susi.